Lesung aus dem Johannesevangelium. Wenn das Weizenkorn nicht auf die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein. Der eine lebt vom anderen, für sich kann keiner sein. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. So gab der Herr sein Leben, verschenkte sich wie Brot. Wer dieses Brot genommen, verkündet seinen Tod. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Meinem Großvater half ich gerne im Garten. Wenn die weiße Decke des Schnees geschmolzen war und junge Pflänzchen wieder gedeihen konnten, dann suchten wir die geschnittenen und herabgefallenen Ästchen und das Laub zusammen und verbrannten es. Damals war das noch erlaubt. Es blieb ein kleines Häufchen qualmender Asche. Wenn Großvater dann etwas pflanzte, streute er zum Samen und zu den jungen Pflanzen immer etwas von der Asche aus. »Die Asche ist ein guter Dünger«, erklärte er. »Da steckt etwas aus dem Leben des Gartens drin und wichtige Stoffe daraus können sie neu verarbeiten.« Und dann lächelte er immer etwas, wenn er sagte, »Asche ist nicht nur Gestorbenes. Darin ist Leben, das neu aufblühen und Früchte bringen kann. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu leben. Asche. Palmzweige aus dem vergangenen Jahr. Zu Asche geworden. Leblos. Tot. Asche am Aschermittwoch wird zum Zeichen.
trägend, lebendig. Jetzt ist die Zeit der Gnade. 40 Tage dauerndes Jetzt. Das Ziel ist Ostern.